So. Dann wollen wir darüber springen? Weiß ja nicht. Ich denke, wir werden gegen die Decke donnern, aber ich guck mal. Okay. Das habe ich so jetzt nicht erwartet. Wir laufen einfach mal durch die Lava, weil wir der Avatar sind. Springen. Ja, wir werden gleich tot sein. Komm, komm, komm. Da ist der Golem. Ja. Hallo Golem, wir sind gerade durch einen Lavasee geschwommen, um von dir verprügelt zu werden. Ich bin gerade auf dem Weg zu gehen. So. Greifst du uns an? Nein. Gut. Licht aus. Schlafen. Oh. Ohne die Hilfe von... Tybal ist dabei, weiter fortzuführen mit... Ich fürchte, ich werde nicht in der Lage sein zu... Okay. Heilung. Nochmal schlafen. Und bald dürfte ein Problem mit dem Essen haben, genau. Aber ja, fürs Erste müsste es okay sein. So, wo genau sind wir jetzt hingelaufen? Da einmal rum. Das heißt, wir hätten hier auch einfach hinlaufen können? Moment mal, wo ist Norden? Da ist Norden. Ja. Okay. Da liegt irgendeine Empore in der Ecke. Aber ja, fordern wir erstmal den Golem hinaus. Wir haben ja eine schöne Hiebwaffe. Gegen Golem müsste das genau das Richtige sein. Heilzauber ist vorbereitet. Also sprich... Jo. So. Sing. Gucken, wie viel Schaden der macht. Und ob wir das Vor- und Zurückspiel bei ihm machen können. Ist ja noch kein Treffer. Oh, vielleicht brauchen wir das Schwert dafür. Das wäre jetzt gar nicht gut. Dass wir ihn nur mit der magischen Klinge verletzen können. Was aber gar nicht unfair wäre. Denn es ist ja eigentlich als Test gedacht für die Ritter. Oder war früher als Test für die Ritter gedacht. Oh ne, bisher kein Treffer bei ihm. Okay, Taktikwechsel. Oh, benutzen. Stab. Ne, nicht noch Platz. Komm, 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 komm. Heilung, Heilung. Ja, das im Platz ist echt nicht so schön. Also komm jetzt hier in die Ecke, ich laufe in die andere Ecke, drehe mich um, lauf rückwärts und... Na also. Oh. Komm, komm. Also, er ist durch Magie verletzbar. Das ist schon mal... Oh. Hops. Pew. Nur die Frage, wie viel. Oh, er ist gelb. Okay. So, komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Au. Oh, volle Breitseite. Hahaha. Heiß, 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 heiß. Oh, einer ist vorbei. Und der Stab ist kaputt. Jo. Dann hoffen wir, dass das auch ein anderer Stab ist. Oh, Heilung. Heilung. Ja, das war irgendeine Giftwolke oder so. Die scheint nicht wirklich gut bei ihm zu funktionieren. Hops, hops, hops. So. Oh, ein Schild, ein magisches. Ich sehe... Komm schon. Das fisselt andauernd. Hm, haben wir noch irgendwas? Eine Schriftrolle, die irgendwas macht, oder ein Stab?
Ach, wir dürfen hier gar nicht zaubern. Wir dürfen nur da drin zaubern. Ah, okay. Damit man sich nicht genau hier hinstellt und einfach umbringt. Weil so war der Test ja nicht gedacht. Na gut. Ein Jewel Shield. Okay. So. Hops. Und schnell weg, 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 weg. Nein. Komm, rauf da. Achso, benutzen. Stab. Bist du überhaupt noch aggressiv? Nee, bist du gar nicht mehr. Oh, doch, bist du. Komm schon, benutzt den du. Okay. Jetzt darf ich doch nicht mehr zaubern hier. Das ist echt komisch. Hier ist nicht genug Platz. Nee, so wird das nichts. Weg, 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 weg. So. Lauf, 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 lauf. So, jetzt gehen wir nach oben. Schlafen wir erstmal eine Runde. Machen ganz viel Essen. Schlafen dann noch viel, viel länger. Dann weiß ich auch nicht. Also mit dem Stab sah echt gut aus. Wir hatten ihn ja schon auf dem gelben Bereich runtergeschlagen. Aber dass die anderen Stäbe dann einfach nicht funktionieren, finde ich ein bisschen komisch. Aber gut, wir müssen nach Norden. Ja. Dann hier rum. So. Weiter, weiter, weiter. Wir hören irgendwo eine Fledermaus schreien. Und da geht's hoch. Okay. Also östlich. Aber was machen wir jetzt mit dem Golem? Also Nahkampf ist das Einzige, was wir wirklich machen können. Weil ja, wir können auch selber zaubern, aber wir können so schlecht selber zaubern, dass das nicht wirklich viel bringt. So, Zauber schon mal vorbereiten. Alle weg. Essen beschwören war I... Nee, nicht der. I-M-N. Ja. Also ja, unsere Zauber reichen auf keinen Fall dafür, dass wir ihm irgendwie Schaden machen. Dafür haben wir viel zu wenig Mana. So, jetzt essen, 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 essen. Alles gleich. Njom, njom, njom. Zu schwer. Ach. Gut, dann muss das Schild kurz da bleiben. So. So. Du bist aus, ja. Schlafen. So. Noch mehr essen. Nochmal schlafen. Und dann müsste es eigentlich fast reichen. Komm, ein bisschen Mana kann schon sein. So, voll Mana wäre schon ganz schick. Ja. So. Also, du. Njom. Du. Njom. Und im Idealfall werden wir jetzt satt von dem, was hier auf dem Boden liegt. Aber unser Avatar kann doch sehr viel essen. Deswegen klappt das nicht. Aber ja, müsste wie gesagt reichen. So, Licht an. Wollen wir gleich wieder runter oder wollen wir noch irgendwas ausprobieren? Also ich habe echt den bösen Verdacht, dass wir das Schwert brauchen, um den Golem zu besiegen. Und um das Schwert zu bekommen, müssten wir in der dritten Etage im Südosten irgendwas machen. Weiß nur nicht was. Kandelabra von Sekt, das wäre auch in Etage 3. Besser machen wir da jetzt hin. Golem. So. Dann laufe ich jetzt noch dahin und gucke, was hier ist. Versuche mich nochmal an dem Troll. Und danach geht's einfach wieder runter. Das ist meine neue Taktik. Ich gehe so weit runter, wie ich kann. Solange es noch einigermaßen spielbar ist und versuche einfach bessere Ausrüstung zu finden, um dann die Sachen zu lösen, die wir in den vorherigen Leveln überspringen mussten. Wie zum Beispiel den Ritter. Da haben wir das ja ähnlich gemacht. Sind wir auch erst nach unten gegangen, haben glaube ich sogar noch eine ganze Stufe gemacht. Und du kommst mal mit zum Identifizieren. So. Karte. Ein Raum weiter westlich. Also ja, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwelche Stäbe in der nächsten Etage finden, mit denen wir den Golem töten können.
So, komm her, Troll. Wo waren bei dem Troll? Können wir doch den Stab benutzen, der bei anderen nicht funktioniert. Und warum machst du denn? Genau. So. Und kaputt. Na gut, mehr Platz ist auch okay. Nimm das und... Oh. Komm schon, Troll. Nimm Schaden. Ja. Oh, 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 oh. Was ist die Dram- Nein! Nicht Essen beschwören. I, nein. I, I, B, M. So. Schuhmesser. Ja, war schöne Panikreaktion. Ein Troll greift mich an. Ich bin gleich tot. Ich brauche Essen. Ja. Oh, Silberbaum. Wo war das? Wow. Es ist ein Zeichen. Was machen wir in der dritten Etage? Also hier haben wir den Baum gepflanzt. Das heißt, wir tauchen jetzt immer hier auf, wenn wir sterben. Wir sind unsterblich. Das ist doch mal praktisch. Und die Zauberstäbe wollte ich gerade mitnehmen, weil wir haben nicht noch Platz. Ja. Okay, du bleibst hier. Komischer roter Ring bleibt hier. Der Stab bleibt hier, solange wir ihn brauchen. Die Edelsteine bleiben hier. Tiara bleibt hier. Die Flöte müssen wir irgendwo spielen. Nehmen wir lieber mal mit. Ja. Und die ganzen Schlüssel. Ich bin versucht, alle Schlüssel hier zu lassen. Was mit den Runensteinen? Wiegen die eigentlich was? Sieht man gar nicht. Wir haben jetzt ein Gewicht von 1. Aber wir schmeißen mal den ganzen Runenbeutel runter. Ja, der ganze Beutel wiegt ein. Mit den Runen drin. Also ja, das ist vertretbar. Genau, ich wollte den Stab mitnehmen. Den Stab kann ich nehmen, weil es so schwer ist. Was bist du? Ein Rezept für komische Maden. Ja, kann hier bleiben. Bettrolle muss mit... Das ist echt so doof mit der Ausrüstung und unserem Gewicht. Ich kann auf nichts davon verzichten. Die Zauberstäbe brauche ich, die 3 Gold brauche ich zum Identifizieren. Die Karte brauche ich auf jeden Fall. Den Runenbeutel brauche ich auf jeden Fall. Schlafsack. Schlüssel. Die Schriftrollen brauche ich nicht. Okay, zugegeben. Aber, Naja, okay. Was wollen wir jetzt in Ebene 3 machen? Wir sollen von einem Zack ein Kandelabra holen. Zack ist der Fackelmann, oder? Ich glaube schon. Da kommen wir aber nur sehr umständlich hin. Sehr, sehr umständlich. Wie machen wir es am besten? Oh, einfach laufen. Dann finden wir den Weg schon. Also ja, Fackelmann. Und dann werden wir einfach nochmal in den Südosten gehen. Und uns nochmal da umgucken. In der Hoffnung, dass die Zeit, die vergangen ist, mir irgendwelche Inspirationen gegeben hat, was wir da machen können. Mit Nachtsicht hatten wir schon versucht. Wir hatten versucht, alle Wände anzutatschen. Ja, gehen wir einfach südlich. Wir haben versucht, alle Wände anzutatschen. Wir haben im Wasser geguckt, ob da irgendwas ist und haben im Wasserfall was gefunden. Aber nicht das, was wir brauchten. Ah. Vielleicht irgendwo ein Schalter, der irgendwo irgendwas macht, womit wir dann im Südosten weiterkommen. Aber der müsste uns eigentlich inzwischen aufgefallen sein. Wir sind ja doch recht lange hier schon gewesen. So, jetzt müssten wir die Tür umgangen sein, die das Ganze eigentlich hätte einfacher machen können. Genau die Tür da. Wenn wir die aufbekommen könnten, wäre es echt super. Mit der Bewegung, aber na gut. Und jetzt sind wir auch schon im richtigen Bereich. Oh, hier irgendwo gleich ist der Fackelmann. Was stand hier?
Tom liebt Julie. Tom! Moment mal.